Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zur Holzmap am Tegernsee. Wir sind wieder zurück, Holzmap mit Story, zum 151. Mal. Ja, das ist schon ganz schön krass, ne? Wir sind jetzt bei der Folge 151 angekommen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wie viele Folgen wir jetzt letzten Endes auf der Lost Berg hatten. Ich meine 172 oder sowas waren es am Ende, was wir geschafft hatten. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie weit wir jetzt hier im 19er noch kommen. Der 22er bahnt sich ja so langsam an. Aber es ist noch ein bisschen Zeit und vor allem, ich habe hier doch richtig voll Bock im Moment. Und entsprechend schauen wir einfach mal. Vielleicht schaffen wir die 200 Folgen. Kommt aber ja auch auf euch an. Wenn ihr keinen Bock mehr zum Gucken habt, dann hilft das alles nichts. Aber in letzter Zeit sind tatsächlich meine Aufrufzahlen grandios. Also hier die Holzer-Story hat in letzter Zeit zugelegt, was die Aufrufe angeht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Vielleicht einfach, weil mehr Folgen gekommen sind. Aber ja, ich habe im Schnitt so um die 1000 Aufrufe mehr als vor ein paar Monaten noch. Das ist jetzt zwar keine so wahnsinnige Steigerung, aber gut, meine Abonnenten sind ja auch nicht so wahnsinnig gewachsen in den letzten Wochen. Und von daher, ich habe auch nicht so viele Videos gemacht. Kann ich mich im Allgemeinen überhaupt nicht beklagen. Aber ich finde das irgendwie interessant, dass ja, die Holzer Folgen doch jetzt teilweise meiste Folgen eigentlich nach ein paar Tagen auf 5000 Aufrufe sind. Ist eigentlich schon ziemlich cool. Das freut mich ziemlich. Ja, ihr seht, heute sieht alles ein bisschen anders aus. Ich habe mal testweise mein Seasons Geo deaktiviert. Ne? Mein Seasons Lighting, wo die krassen Schatten und so weiter sind, habe ich jetzt mal testweise deaktiviert. So ist also Default Seasons. Allerdings habe ich hier den Nvidia Shader an. Ich kann den mal ganz kurz ausmachen. Ne, das wäre jetzt hier Default Seasons. Und ja, ne, so sieht das Default aus. Und ich habe jetzt hier den Nvidia Shader. Habe so eingestellt, dass ich die ganzen Kontrastgedöns alles weggemacht habe. Ich habe jetzt hier nur noch ein Färbungsmodul drin, na, womit ich die Tönungsfarbe ein bisschen einstelle, weil na, ihr habt das ja gerade gesehen, das ist ein extremer Blaustich, ist der Default LS, auch mit Seasons, da ist ein extremer Blaustich im Bild und ich habe das halt ein bisschen in wärmere Farbbereiche geholt und dann habe ich hier noch das Schärfenmodul, was ich im Moment auf 64% gestellt habe, weil das dann einfach doch ein bisschen schärfer aussieht alles. Das ist zwar, ne, das ist zwar nicht richtiges Schärfen, das schärft eben, indem es die Highlights, ne, den Kontrast an den Kanten und so ein bisschen erhöht und verringert. Das Schärfen ist also nur bedingt richtiges Schärfen, aber ja, ne, es sieht trotzdem ein bisschen besser aus. Ja, wir machen das jetzt heute mal testweise. Ich muss zugeben, dass es mir nicht so sehr gefällt. Ich fand das schön mit den krassen Lichteffekten. Man sieht das jetzt hier haben wir theoretisch Schatten. Und hier vorne haben wir Licht und der Unterschied ist einfach nicht groß. Ne? Vorher, mein Seasons Geo ist ja so, dass der Unterschied zwischen Licht und Schatten halt ziemlich heftig ist. Und dass der Himmel hat auch anders geleuchtet und so. Ich finde das ein bisschen schade so. Es ist aber natürlich so, dass hier im Schatten, es war sonst vorher schon sehr duster. Ne? Und auf YouTube ist alles nochmal ein bisschen dunkler und diese krassen Kontrasteffekte sind fürs Video vielleicht auch nicht die besten. Deswegen jetzt werden wir mal schauen, wie das heute so ist. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn davon haltet. Ob ich wieder in Richtung Vanilla Seasons gehen soll oder ob ich wieder in Richtung Geo gehen soll. Und je nachdem, wie ihr darauf reagiert, werde ich dann auch handeln. Eventuell werde ich versuchen, dass ich mein Seasons Geo abschwäche, ne? Dass ich quasi den Effekt, den ich hatte mit den stärkeren Kontrasten zwischen Licht und Schatten und so, wieder reinbringe, aber nicht so stark, ne? Dass ich quasi den Geo nochmal von vorne anfange, nochmal neu einstelle und da versuche ein bisschen den Effekt zwar ein bisschen reinzukriegen, aber halt nicht so heftig, weil wie gesagt, auf den YouTube-Videos wird das dann teilweise schon sehr duster. Jetzt sieht man halt hier im Schatten, in der Scheune und so weiter, das ist alles hell. Ne? Und man sieht halt auch, wenn ich jetzt hier vom Schatten ins Licht laufe, es macht überhaupt keinen Unterschied. Ne? Normal ist ja so, ne, wenn ich ins Dunkle reingucke, ne, dass die Kamera sich anpasst und so. Ein bisschen ist es auch schon, ne? Man kann das sehen, wenn ich jetzt hier nach oben gucke, ne, hier oben am Bildrand ist im Moment das Vordach schwarz, wenn ich jetzt hier hochgucke, ne, dann wird es heller. Aber es ist nicht so heftig, also ne, wie es halt mit meinem Seasons Geo war. So, ja, jetzt habe ich gequasselt und gequasselt und gequasselt. Ja, huch, das also. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht so lange und so viel quasseln. Was ich jetzt eigentlich machen wollte ist, was wollte ich eigentlich machen? Ich habe mich aus dem Konzept gebracht. So, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte den Schwader anhängen und zum Schwaden fahren. Und genau das haben wir jetzt, also ich habe den Schwader schon angehängt. Und jetzt werden wir uns mal auf den Weg machen. Zum Schwaden. Ich habe ja gesagt, ich fahre mit dem Johnny Schwaden, weil dann macht es halt einfach Spaß. Mit dem Johnny, ja, ne, ja, macht einfach Spaß. Ne, ist einfach... Ja, ne, klimatisierte Kabine bei den Temperaturen heute ist schon was Schönes, ist schon was Feines. Ja, genau, was ich auch noch sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte, weil mich eigentlich interessiert hätte, ob irgendjemand den Unterschied auffällt, aber nachdem ich jetzt auch hier im Shader und im Geo und so viel Gedöns so rumgebastelt habe,
Ich habe seit ein paar Tagen einen modifizierten Wegescheider drin, der die AO wieder drauf rechnet, weil im 19. Das war jetzt knapp. Im 19 ist es ja so, dass die AO kaum Effekt hat, ne? Dass die AO ziemlich schlecht sichtbar ist. Und ja, irgendwie ist das mit den Rädern hinten immer komisch. Ne? Der fährt ein bisschen merkwürdig hinterher. Ja. Es ist im 19 ist ja so, dass die AO eigentlich kaum sichtbar ist, weil die wird wirklich durch den Scheider ganz, ganz massiv runtergerechnet. Und ich habe jetzt einen modifizierten Wegescheider im Data-Ordner. Das heißt, es wird im Grunde für alle Fahrzeuge angewendet, die nicht eh schon irgendwie einen modifizierten Scheider oder sowas haben. Der einfach die AO am Ende auf das ganze Visual nochmal draufrechnet sozusagen. Und ihr seht das, naja, an der Fronthydraulik sieht man ziemlich deutlich. An manchen anderen Stellen auch, ne? An der Felge kann man es auch relativ gut erkennen, dass die AO wieder ziemlich deutlich sichtbar ist, ne? Und hier auch bei den Alpinfahrzeugen kann man das erkennen, ne? Das, ja gut, ganz so deutlich ist nicht, weil die AO bei den Scheinsachen ist eh nicht ganz so heftig, ne? Die ist ziemlich dezent, so oder so, aber man kann jetzt hier halt tatsächlich eine AO erkennen und das konnte man ja vorher überhaupt nicht, ne? Und vorher war es ja auch so, sobald man Licht drauf gescheint hat, war die AO komplett weg. Nachdem die AO jetzt aber nach dem Licht nochmal drauf gerechnet wird, ist es so, dass er dann immer noch ein bisschen da ist. Ja, ich lasse das erstmal so drin, ne? Das ist ein bisschen, man könnte fast sagen, 17er Look, oder halt, ne, ein Effekt aus dem 17er im 19er. Und ich muss sagen, dass es mir eigentlich gefällt. Es ist allerdings so, dass jetzt, so wie das Ganze jetzt hier aussieht, mit meinen modifizierten Gedönse, ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen anders aussieht, ne? Also, mit dem Seasons Geo war der Effekt nicht so deutlich wie jetzt. Jetzt sieht man zum Beispiel auch hier oben am Dach diese schwarze Linie in der Mitte ziemlich deutlich und so. Ich glaube, das war vorher nicht so. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, weil ich jetzt schon wieder 3-4 Tage keine Let's gespielt habe. Ich weiß nicht. Jedenfalls, ja, mit meinen aktuellen Einstellungen wird das noch deutlich sichtbarer als vorher. Und jetzt weiß ich nicht so ganz, ob mir das dann wirklich noch so sehr gefällt. Ja, andererseits eigentlich schon. Weil, dass die Fahrzeuge wirklich komplett keine AO mehr haben, so sichtbar, hat mich schon ein bisschen gestört. Ne? Ich war ja früher immer ein Verfechter davon, gar keine AOs auf den Fahrzeugen zu haben, weil irgendwie, ne, die waren alle zu extrem. Aber ja, ne, das, was der 19er macht, geht halt in die andere Richtung. Das ist ein Extrem in entgegengesetzte Richtung, ne, wo halt die AO wirklich so gut wie gar nicht sichtbar ist. Und das dann halt leider auch bedeutet, dass viele Details nicht so zur Geltung kommen. Ne? Bei meinem EA400, EM300, ne, wo ich den Motor neu gebaut habe, und beim EA400 die Vorderachse, das sah halt irgendwie in-game alles ziemlich einheitsbreimäßig aus, obwohl da ja wirklich, ne, einige Polys da verbaut sind, alle Kanten angefasst, Bevel Shader, jeder Mist ausgemoddet und wirklich alles da, und trotzdem sah das in-game halt relativ langweilig aus, wenn man die Details nicht so wirklich erkannte. Und im Blender sah das besser aus auf dem Render, ne? Und damit ein Grund, warum das so ist, ist, weil die AO so, ne, fehlend ist. Und das ist natürlich ein bisschen schade, ne, weil halt die Details so ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Und ich behaupte einfach, na, dass also auch hier an dem Schwader die Details ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Das sieht einfach jetzt anders aus. Es ist natürlich so, dass der Effekt nicht so groß ist. Ne? So, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier natürlich den Berg nicht hochkommen, weil der Schwader hier viel zu schwer ist. Ne? Ja, deswegen habe ich übrigens auch, ne, um mal ein bisschen eine Force-Ball-Break wieder hier zu machen, der tatsächliche Grund, warum ich hier mit diesem Teil schwade und nicht mit dem 366 ist, weil der 366 keine Chance hat, das Ding hier in diesem Gelände zu ziehen, weil das Ding hier irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Tonnen wiegt, der Schwader, weil halt Giants ist. Und ich leider noch keinen Mod gebaut habe, womit man das Gewicht in-game verändern kann. Weiß ich auch nicht, ob das noch was wird, aber nötig wäre es. Nötig wäre das wirklich, weil das ist halt, ja, deswegen habe ich den jetzt hier schon hängen, wer hat da gesehen, der hat sich selbst hier schon ziemlich schwer damit getan. Ja, zurück zum eigentlichen Thema, ne, mit der AO und so. Also ich finde, der Unterschied ist minimal, aber er ist halt, ne, so was der Kleinigkeit ist, was auf den ersten Blick gar nicht so unbedingt auffällt, was aber im Gesamtbild doch was ändert. Ich weiß es nicht, vielleicht bilde ich es mir auch ein, ne, Placebo-Effekt ist ja auch manchmal sehr heftig. Und wenn man jetzt hier zwei Screenshots vergleichen würde, vielleicht wäre es ja gar nicht so groß, der Unterschied. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, das wollte ich nur auch mal noch einmal ganz kurz ansprechen. Vielleicht ist ja eher ein Unterschied, aber wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen blöde, weil ich jetzt hier den ganzen Mist hier noch ausgemacht habe, ne, den ganzen Geo-Zeug. Aber im letzten Holzer-Video war der Shader mit der AO auch schon drin. Und da ist keinem aufgefallen. Und ich muss auch sagen, dass es im Video auch kaum sichtbar war. Weil das halt natürlich die krassen Lichteffekte vom Shader und so, vom Seasons Geo und von meinen krassen Nvidia-Einstellungen, das alles ein bisschen verdeckt hat. Ja, ich würde jetzt hier mal sagen, wir schwaden mal weiter. Ich gebe hier auch mal, ich lege mal einen Zahn zu, ne? Ich denke mal, so 10 km/h kann man schon schwaden. Und ja, ich weiß nicht, ne? Ist vielleicht wieder ein bisschen schnell. Beim Wenden ist auch so. Und ich habe ein paar Kommentare bekommen, die einen haben gesagt, ne, du bist zu schnell, die anderen haben gesagt, du kannst noch schneller. Ja, das ist halt
kommt immer auf die Maschinen, auf die Gegebenheiten an und letzten Endes auch so ein bisschen auf eine persönliche eine Erfahrung. Und die einen haben bessere Erfahrungen mit ein bisschen langsamer gemacht, die anderen ein bisschen schneller oder so. Von daher ist es immer ganz schwierig, das Thema. Was ist falsch und was ist richtig? Es ist in der Landwirtschaft ein schwieriges Thema. So, jetzt fahren wir noch ein zweites Mal hier außen rum und dann mache ich die Bahn auf und ab. Wobei das letzten Endes mit dem Bahn auf und ab aufs Gleiche rauskommt, als wenn ich jetzt hier nochmal außen rum fahre. Weil die Wiese ist eh nicht so groß. Also von daher wäre es, glaube ich, gerade egal. Hätte auch gleich mit dem Bahn auf und ab fahren können und dann mal am Ende nochmal vorne hoch und runter. Aber wir machen jetzt einfach Holz. Und ich würde mal sagen, ich habe jetzt schon so viel gequasselt heute. Das ist richtig, Quasselfolge fast. Und deswegen machen wir jetzt hier mal ganz kurz Zeitraffer. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Beziehungsweise wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Es sei denn, ihr sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr und schaltet das Video. Kann ja auch passieren. Ganz viele Leute gucken ja die Videos auch nicht zu Ende. Die Zuschauerstatistiken sind in der Regel immer nur ein paar Minuten. Das heißt, dass im Schnitt die meisten Leute nur ein paar Minuten vom Video gucken. Aber das bedeutet, dass die meisten Leute wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr im Video dabei sind, die schon viel früher ausgeschaltet haben. So ist das halt, ne? So ist er auf YouTube. Ist ein bisschen schade, aber das gehört einfach dazu. Ich finde es tatsächlich merkwürdig ein bisschen, weil ich muss auch zugeben, dass ich die meisten Videos eigentlich ganz gucke. Na gut, ich gucke die meisten Videos auch in zweifacher Geschwindigkeit oder anderthalbfacher, je nachdem wie schnell die Person spricht. Von daher geht das auch ein bisschen schneller, ne? Ein 30-Minuten-Video habe ich halt in 15 Minuten geguckt, wenn ich so auf zweifache Geschwindigkeit gucke. Von daher kann ich dann schon ein bisschen nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock, hier eine Dreiviertelstunde Video mehr anzugucken oder so. Aber ja, ich finde es ein bisschen schade, ne? Wenn halt wirklich die durchschnittliche Zuschauerzeit ist glaube ich, irgendwas zwischen 6 und 7 Minuten bei mir im Moment. Und ne, ich mache Videos, die in der Regel 30 bis 40 Minuten lang sind. Das heißt halt, dass na, die meisten Leute... So, das war jetzt hier noch ein Gang zu hoch. Dass die meisten Leute doch relativ wenig von meinen Videos gucken. Relativ niedrigen Prozentsatz. Und ich frage mich mal so ein bisschen warum, ne? Oder wie man das... Ich weiß, wie man das verbessert, ne? Indem man kürzere Videos macht und halt eine knackige, interessante gestaltet. Aber letzten Endes ist das ja nicht unbedingt der Sinn und der Zweck und der Stil von meinen Let's Plays. Aber ich finde das ein bisschen merkwürdig dann, weil wie gesagt, ne, wenn ich ein Video gucke, dann gucke ich es in der Regel ganz oder halt gar nicht. Ne? Wenn mir auffällt, dass mir ein Video nicht gefällt oder so, dann schalte ich eigentlich weg. Ich skippe da selten durch, aber das ist halt nur meine persönliche Art, das zu machen. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht in zweifacher Geschwindigkeit gucken würde, würde ich das vielleicht auch machen, dass ich durchskippen würde. Weil, ja, klar, ne, man will nicht immer ein 30 bis 40 Minuten Video sich antun. Das ist ja ganz klar. Von da, ich glaube, ich kann nicht groß was dagegen machen oder ändern. Das ist halt einfach so. Und wenn ich da mit zu viel Gewalt in Anführungszeichen versuchen würde, das zu verbessern oder zu verändern, dann würde auch der Stil von meinen Videos zu sehr von dem abweichen, was ich eigentlich machen möchte. Und natürlich hätte ich vielleicht dann mehr Erfolg auf YouTube, ne? Wenn ich tatsächlich versuchen würde, die Videos kürzer und knackiger zu halten, ne? Weil die Watchtime, also wie viel im Durchschnitt geschaut wird, spielt schon eine sehr große Rolle auch auf YouTube, wenn es darum geht, die Videos zu bewerten, ne? Um zu bewerten, wie gut die Videos letzten Endes sind und wem sie wie vorgeschlagen werden. Da spielt das eine große Rolle. Oh, oha. Ja gut, der lenkt ganz schön heftig hier. So. Richtig, ich wollte Zeitraffer-Aufnahme machen. Sorry. Wow. Viel Spaß mit der Zeitraffer-Aufnahme. Bis gleich.
So. Ja, eine Wiese haben wir noch, ne? Eine einzige. Und ich glaube, ich weiß, warum das Fahrrad nochmal so komisch hinterherläuft. Ich glaube, das liegt daran, dass hier vorne nicht genug Knickwinkel möglich ist. Und ja, deswegen, das hatten wir, glaube ich, schon mal rausgefunden. Damals beim Review oder so von dem, ne, von dem DLC. Und wie es scheint, wurde das seither noch nicht gefixt. Jedenfalls hebt er den Schwader quasi aus hinten und hat nicht so wirklich Gewicht auf den Rädern und dann rutscht er einfach rum. Ist natürlich ziemlich schade, ne? Weil es ja leider ein DLC ist, kann man auch nicht mal eben hergehen und das selber reparieren. So, hier war natürlich ganz schöner Drag auf der Player. Da sieht man auch, natürlich sind die Spaten ein bisschen dicker als jetzt hier auf der anderen Seite. Na, da war ja schon der zweite Schnitt, da haben wir nicht so einen tollen Ertrag. Aber jetzt die beiden Flächen, die wir jetzt noch hingehen, da ist auch der Ertrag nicht schlecht. Von daher, ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, auf die Fläche, auf die wir jetzt gehen, ist der Ertrag ein bisschen schlechter als hier auf der, wo wir jetzt gerade waren. Aber werden wir gleich sehen. Die, wo wir jetzt noch hingehen, die ist auch relativ klein. Bin mal gespannt, ob wir jetzt hier mit dem Schwader gut durchkommen, ne, an unsere neuen Weide, die so ein bisschen. So, ich habe auch noch Handgas an. Ich dachte mir gerade, hä? Ja, ne, an unsere neuen Weide, die wir ein bisschen eng gesteckt haben, bin ich mal sehr gespannt. Ob und wie wir da vorbeikommen. Aber wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Gemeinsam werden wir es rausfinden, wenn wir da gemeinsam vorbeifahren. Dann schauen wir einfach mal. Ja, doch, das geht. Da ist ja ein Haufen Platz, ist ja da. Da ist ja gar kein Thema hier. Na gut, ein bisschen eng ist es schon, ne? Muss man zugeben. Aber ja, nee, das geht. Das geht. Das ist gar kein Problem. So. Das hier wird jetzt eher ein Problem, ne? Hier rumzukommen, ohne dass wir hier irgendwo hängen bleiben. Wenn ich jetzt nämlich hier fahre, dann schlagen nämlich die Räder jetzt ziemlich ein, ne? Ja. Obwohl, ne, der läuft eigentlich ziemlich schön in der Schlepperspur hinterher. Also, der holt nicht so weit aus. Okay. Gut. Wenn wir hier die Räder an die Spuren angucken vom Flapper, ich würde mal sagen, der holt einen halben Meter oder sowas aus. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich ganz gut. So, dann werden wir jetzt mal eben ausklappen und machen nochmal unsere letzte Runde hier weg. Und ja. Genau, so machen wir das. Na, wenn wir da so einen Blick auf die Kuhweide werfen, da sehen wir, wie die das Gras jetzt schon zertrampelt haben und so weiter. Ich hatte ja immer noch vor, dass ich hier die Weide vollen. Da ist ja hier entlang ist ein Zaun, aber unten und oben nicht. Ich hatte immer vor, dass ich hier vollen stecke. Und dass ich die, unsere Kühe dann da auch rauskommen lassen kann, noch, dass sie das auch noch abfressen. Aber nachdem ich da jetzt noch dazu gekommen bin, habe ich jetzt halt mal angefangen hier, beziehungsweise habe ich einfach mal hier abgemäht. Und deswegen habe ich sie hier stehen gelassen letztes Mal. Weil ich dachte, ne, da kommen die Kühe dann und fressen das ab. Aber das haben wir jetzt nicht auf die Reihe bekommen. Und entsprechend, ja, habe ich das jetzt mit abgemäht. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch was wird. Na, wenn die Kühe hier das Gras alles niedergetrampelt und abgefressen haben, dann kriegen sie halt nur noch Heu und Silage. Das ist dann einfach so. Da haben sie natürlich trotzdem noch Auslauf, um sich bewegen zu können oder so. Ist ein bisschen schade, aber ja, ich muss mal gucken. Ne? Wir sind da ein bisschen hinter dran mit allem und ja, Zaun stecken wir jetzt ja irgendwie noch nicht so drin. Könnte man natürlich einfach nur ein paar Pfosten und Litze stecken, dann nicht hier mit Holzpfosten rein oder so. Eher was Provisorisches, wobei ich natürlich schon was ein bisschen Massiveres machen wollte, das dann auch nächstes Jahr noch steht. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. So, halt nicht so weit raus, nicht ins Gebüsch rein. Ey, das macht immer so unschöne Geräusche im Schwader, wenn man da das Gebüsch mit den Zinken mitnimmt. So, ja. Na, die Wiese hier, die kommt mir eigentlich auch relativ klein vor, aber so klein ist die, glaube ich, gar nicht. Also da ist dann auch, kommen auch nochmal ein paar Ballen runter. Insgesamt bin ich mal sehr gespannt, was wir jetzt an Ertrag haben werden. Aber ich denke mal, dass es doch ganz ordentlich wird. Also, na, ihr seht das, hier liegt wirklich gut was. Auf den beiden großen Wiesen, wollte ich schon sagen, auf den beiden letzten Wiesen. Das sind richtig dicke Schwaden, also da können wir auch nicht so durchjagen mit der Presse. Da müssen wir ein bisschen langsamer fahren auch. So, jetzt machen wir hier wieder ganz klassisch zweimal Vorgewende und das Vorgewende am Schluss nochmal einmal entlang fahren, das ist irgendwie nicht so meins. Lieber fahre ich dann über die Schwaden drüber, muss ich sowieso. Ja, ne, so wendig ist das Gespann auch nicht, deswegen das machen wir einmal ne, zweimal außen rum quasi und dann die Bahn auf und ab. So wie ich das klassisch eigentlich meistens gemacht habe. Wobei, ja, doch, die Wiese ist doch klein. Doch, die Wiese ist doch klein. Gerade dachte ich noch, die ist groß, aber wenn man da mal zwei Bahnen gemacht hat, dann stellt man fest, da bleibt nicht mehr ganz so viel in der Mitte übrig. Es geht dann doch voll zügiger. Ja, gut, ich will mich ja nicht beklagen. Ne? Wir müssen ja heute auch noch pressen. Und, na, heimkriegen sollten wir es eigentlich auch irgendwie noch. Ich bin mal gespannt. Ne? Es war für morgen noch Regen angesagt. Wir haben jetzt wirklich hier sehr knapp kalkuliert Heu gemacht. Ob das immer noch so ist, ich muss nachher mal im Wetterbericht gucken, wie viel Regen morgen angesagt ist. Wenn es nicht viel ist, kann man die Ballen draußen liegen lassen. Also ein paar Tröpfchen machen denen ja nichts, aber wenn es richtig regnet, dann muss ich die eigentlich ganz gerne heute Abend auch noch reinkriegen. Es wird wieder Nachtschicht oder sowas dann. Eieieiei.
Ja, aber na, wir mussten hier einfach mal Heu machen. Es stand hier ja auch schon so lange, das Gras. Ne? Und vor allem, wir kriegen ja nirgendwo einen zweiten Schnitt runter, wenn wir den ersten zu spät machen. Und wenn es jetzt dann wieder regnerisches Wetter werden soll und so, ist es doch gut, wenn wir das jetzt hier geschafft haben. Ja, ne, ging nicht anders. Ging nicht anders. So, wie machen wir jetzt das hier? Bauen wir mal hier rein. Ah, sind das jetzt noch 3 Bahnen oder so mit dem Schwader? 4? Das ist wirklich nicht viel hier. Und dann können wir gleich umhängen. Wie gesagt, Presse dran und ab geht die Post. Da, Heu ist definitiv trocken. Das ist gut getrocknet. Wir hatten es jetzt nochmal richtig heiß. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Und ja, das wird ein gutes Heu, glaube ich. Das wird ein gutes Heu. Das haben wir dann doch gut erwischt. Ne? Ich war echt am Zweifeln und das war so eine kurzfristige Entscheidung. Ne? Bin ich auch sehr froh, dass das geklappt hat, dass der Big X gekommen ist. Aber wenn wir das gemäht hätten, dann wären wir ja. Wir hätten mal dreimal so lang gebraucht. Mehr als dreimal so lang. Und ja, von daher, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir es vorhin vom Regen reinkriegen. Dann ist alles gut. Ne? Dann haben wir wirklich ein gutes Heu gemacht. Ein wirklich sehr schönes Heu. Auch was man definitiv verkaufen könnte. Was natürlich dann auch schon mal nicht schlecht ist. Wobei ich natürlich noch nicht weiß, wie viel wir jetzt dieses Jahr am Ende in Überschuss haben. Was wir dann letzten Endes verkaufen können. Müssen wir mal schauen. Ja, genau. Ich habe jetzt auch so ein bisschen überlegt, wie wir das nachher machen. Ich denke mal, dass wir mit dem Johnny und dem Frontlader die Ballen auf der Wiese aufladen und dass wir die mit dem Hoflader am Hof dann abladen. Ich muss aber mal gucken. Ich denke mal, dass ich dann beim Anhänger nicht zwei hoch stapeln kann. Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wenn ich beim Anhänger zwei hoch staple, kriege ich das mit dem Hoflader nicht runter. Also kann ich beim Anhänger nur eine Reihe drauf machen. Dann gehen, glaube ich, 6 Ballen drauf, meine ich. Da müssen wir halt ein paar Mal öfter hin und her fahren. Aber wenn ich die halt mit dem Hoflader runter tue, das ist schon praktisch. Weil ich mit dem halt einfach viel besser manövrieren kann. Dann mit dem großen Johnny hier rein in die Ballenjoint ist ein bisschen eng. Das war eben eigentlich auch schon immer eng. Und von da an, dann kann ich die ein bisschen besser manövrieren. Und hinpacken, wo sie hin sollen. Und das ist die andere Alternative wäre natürlich, dass wir mit dem Johnny zwei hoch aufladen. Dass wir daheim erstmal abladen und im Hof die Ballen hinstellen und dann mit dem Hoflader reinschaufeln. Aber das ist ja auch irgendwie Blödsinn. Andererseits, ich weiß es nicht, ne? Theoretisch, wenn ich es richtig anstelle, könnte ich mit dem Frontlader jeweils 2 Ballen auf einmal nehmen, dann wäre so ein Anhänger auch schnell abgeladen und im Hof hingestellt. Ja, aber man muss zweimal in die Hand nehmen, ne? Das ist ja auch blöd, bisschen in die Zange sozusagen. Ist ja auch so, ne? Wenn mein Schwiegervater helfen würde und der die reinstapeln würde oder sowas, dann würde es ja auch, ne? Wenn er reinstapeln würde, wenn ich dann wieder die nächsten hole, aber ich glaube, da kann ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen. Ja, ne? Ich glaube, Hoflader Ballen stapeln ist nicht ganz so seins. Und ja, nee, wir gucken mal, wie wir das am besten anstellen. Aber das, ja, übrigens, ne, jemand hat gesagt, ich muss unbedingt den Eicher wieder richten, den 2100, weil der große Johnny als Frontladerschlepper einfach nicht taugt, weil der nicht so wendig ist. Ich habe da mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat und weil ich gedacht habe, dass das auch so ist. Und es ist wirklich so. Dieser Johnny hier, der Wendekreis vom Johnny ist genau der gleiche wie der Wendekreis vom Eicher 2100. Die haben beide einen Wendekreis von knapp 10 Metern und 9,9 Meter, laut ne, Angaben im Internet bei den Testberichten und sowas. Haben die beide exakt den gleichen Wendekreis, weil dieser Johnny hier durch seine Vorderachse, ne, die schräg gestellte Vorderachse und so, der ist ziemlich wendig. Ne? Der ist auch nicht so wahnsinnig lang. Der ist ein ziemlich wendiger Schlepper eigentlich. Und ja, also der Wendekreis ist tatsächlich laut Angabe der gleiche. Knapp 10 Meter. Also der Eiche ist auch nicht so wahnsinnig wendig. Weil der Eiche ist ja auch im Grunde fast ein Sechszylinder. Ne? Es ist zwar ein Vierzylinder, aber er hat ja 100 PS und er ist auch ein relativ massiver Schlepper. Aber er ist nicht ganz so wahnsinnig klein. Was natürlich, der Eiche ist auf jeden Fall niedriger und ich meine, er ist auch ein ganzes Stückchen schmäler. Das tut natürlich dann schon am Ende auch was, ne? Auch eine Rolle, spielt auch eine Rolle, gerade wenn ich oben in die Scheune reinfahre für das Heu, und da ist natürlich die Breite sehr relevant und ist auch die Gesamtlänge relevant. Ich meine, dass der eigentlich auch ein bisschen kürzer ist, aber jedenfalls der reine Wendekreis ist tatsächlich der gleiche und ne, der Johnny ist doch ziemlich wendig. Das ist auch mit ein Grund, warum ich mich für den Johnny entschieden habe, weil der einfach für seine Leistungsklasse und dafür, dass ein Sechszylinder ist, wirklich, wirklich wendiger Schlepper ist. Und ja, genau. So. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, ihr könnt was hören, aber im letzten Mal haben wir das Problem, dass tatsächlich alles ein bisschen leise war.
So, wie machen wir das jetzt am besten, dass der nicht im Weg steht? Der steht so oder so im Weg. Er steht überall im Weg, weil wir mir nachher mit den Ballen hantieren. Kann er jetzt auch nicht da drüben. Moment mal. Wo ist die Presse? Moment. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Haben wir die nicht schon raus? Die Presse haben wir doch schon raus. Die steht doch gar nicht mehr da drin. Die Presse haben wir doch schon da drüben hin, oder? Oder bin ich jetzt total. Ne, die steht noch drin. Hä? Ich weiß gar nicht, was ich gerade gedacht habe. Warum ich gedacht habe, dass wieder. Egal. Ja, genau. Wir können den Schwarte nicht rein, weil Presse und so. Ja. Wir könnten den Schwarte hier lang stellen. Ich denke mal, da beschwert sich jetzt im Moment keiner. Ich hoffe, da muss jetzt keiner hin in den nächsten Stunden. Dann stellen wir den mal dorthin. Ansonsten hätten wir unten irgendwo hinstellen können, aber da steht jetzt auch der Eicher. Es ist ein bisschen. Bisschen lustig im Moment. Ja, wir haben schon arg viel Gedöns rumstehen, ne? Das haben wir auch wieder in sehr kurzer Zeit geschafft, hier ein Riesenchaos anzurichten. Wir haben ja nicht vorher erst aufgeräumt, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Sollen wir mal aufpassen? Ah, nee, das war nicht gut. Und dieser Schwader reagiert auch ziemlich heftig auf Bewegung. Und dann bauen wir uns hier ein, ne? Ich muss jetzt hier dafür erst einlenken, wenn ich mit dem Flap auch hinterherkomme, ne? Weil sonst habe ich hier keinen Platz mehr zum Gegenlenken. So wie jetzt zum Beispiel. Also wirklich nicht ganz einfach, den rückwärts so rangieren, dass man ihn am Ende da hat, wo man haben will. Aber mit ein bisschen vor zurück geht schon. So, dann stellen wir den nämlich hier hin. Da ist er ein bisschen aus dem Weg zumindest. Und dann werden wir mal die Presse anhängen und los geht's. Also ja, nicht ganz so schnell, ne? Ach, sag mal, ist das jetzt. Das ist doch jetzt nicht das erste Mal, dass wir mit dem Johnny. Nee, das ist nicht das erste Mal, dass wir mit dem Johnny pressen. Oder? Nee, nee, nee. Wir haben mit dem Johnny schon gepresst. Ach, der Grüne, nein, wir haben die Presse auch ganz dreckig reingestellt. Machen Sie mit Profis, ja, da muss ich die jetzt erstmal nochmal abschmieren. Wollte ich eigentlich schon machen. Habe ich wieder komplett verpeilt. Na gut, wir gehen mal eben Presse schmieren. Ich würde mal sagen, wir gehen auch mal Folge beenden, weil ich habe heute so viel gequasselt. Und überhaupt und sowieso und generell ist, ja, wollen wir ein bisschen kürzere Folgen machen. Ja, genau. Also, ich mache es auch ganz kurz hier, ne, Abschied und so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen und tschüss.